Selten hat sich der Blick auf eine Affäre so verändert wie im Fall Gurlitt. Aus dem angeblichen Bilderschatz der Nazis wird ein Versagen von Behörden und Medien. Der Fall Gurlitt ist für mich ein Justizskandal, ein Medienversagen und ein Staatsunrecht. Man ist hilflos, man ist empört, man ist einfach verzweifelt, weil man am Rechtssystem seine Bedenken anmerken kann. Im Nachgang ohne Rechtsvorschrift sozusagen einen unbescholtenen Mann zu enteignen, ist tatsächlich rechtswidrig. Rückblick. Im Februar 2012 wurde die Wohnung von Cornelius Gurlitt in Schwabing durchsucht. Gurlitt war ein verschrobener Einzelgänger, der einen Bilderschatz von seinem Vater geerbt hatte. Dieser, Hildebrand Gurlitt, war während des Dritten Reichs als Kunsthändler tätig. In der Wohnung von Cornelius Gurlitt wurden über 1200 Kunstwerke beschlagnahmt. Fast 7 Jahre später stellt sich die Frage, warum überhaupt durchsucht wurde. Gab es keinen Anfangsverdacht? Wenn es keinen Anfangsverdacht gibt, können Sie gegen jemanden strafrechtlich nicht ermitteln. Und erst recht nicht seine Wohnung durchsuchen. Und erst recht nicht seine Sammlung beschlagnahmen. Weiter kommt dazu, dass der Herr Gurlitt ja ein unbescholtener Mann war. Der hat sich ja niemals zu Schulden kommen lassen. Der war ja kein Schwerverbrecher, er war ja auch kein Mehrfachtäter. Anfangs jedoch stellte sich der Fall für die Staatsanwaltschaft so dar. Der Zoll hatte Gurlitt im Zug kontrolliert. Von Zürich kommend hatte er einen hohen Geldbetrag bei sich. Er gab an, das Geld stamme aus Bilderverkäufen, die sein Vater früher in der Schweiz getätigt hatte. Aufgrund dieser Angaben entstand beim Zoll der Verdacht, Cornelius Gurlitt selbst handle mit Nazi-Raubkunst, diesseits und jenseits der Grenze, und würde die dafür fälligen Abgaben hinterziehen. Zur Klärung sämtlicher Tatvorwürfe war es erforderlich, die Einordnung, die Herkunft und auch das Eigentum an den Kunstwerken sowie den Weg, wie sie in die Münchner Wohnung gelangt sind, zu klären. Das war mit sachverständigen Hilfe bei der Durchsuchung nicht möglich. Deswegen wurden die Bilder sichergestellt. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft klingt durchaus schlüssig. Zur Affäre wurde der Fall Gurlitt erst danach, als nämlich der Fokus mit der Titelgeschichte vom angeblichen Nazischatz aufmachte und weltweit für Furore sorgte. Für Anfragen aus Washington, London und Jerusalem. Wie aber waren die Informationen an die Öffentlichkeit gelangt? Das sind ja Sachen aus dem Ermittlungsverfahren sozusagen rausgegeben. Dass sowas nicht durch Zufall kommt, dass jemand nicht durch Zufall Einblick in eine Ermittlungsakte bekommt, ist logisch. Mein ganz starkes Gefühl ist, der Zoll hat es durchgestochen. Die waren wahnsinnig stolz über ihre Ermittlungsergebnisse. Die Zollfahndung dachte, sie hat einen riesen dicken Fisch an der Angel. Den Mafiosi im Handel mit Raubkunst. Ja. Die dachten, dass da oben am Arthur-Kutscher-Platz geht die Post ab. Da werden Angehörige oder Überlebende des Holocaust regelmäßig sozusagen über den Tisch gezogen. Und die fanden das so toll, dass sie gesagt haben, das ist eine Riesenchance, wir können uns jetzt mal selbst darstellen. Der Zoll macht sozusagen Eigen-PR mit einem besonders aufregenden Fall. Tatsächlich war der Verdacht auf Verletzung von Dienstgeheimnissen so stark, dass eine Behörde, nämlich die Staatsanwaltschaft, mehrere Durchsuchungen bei der anderen Behörde, nämlich dem Zoll, durchführte, ohne allerdings genügend Beweise zu finden. Nach der Veröffentlichung im Fokus setzte eine Treibjagd auf den damals 80-jährigen Cornelius Gurlitt ein. An dem Tag, an dem der Fokus zum ersten Mal im Internet erschien, am 3. November 2013, beginnt der Cornelius Gurlitt in seine kleinen Notizheftel einzuschreiben, Klingelterror. Jeden Tag Klingelterror. Weil der Fokus seinen vollen Namen veröffentlicht hat. Weil der Fokus ein Foto von dem Haus am Arthur-Kutscher-Platz veröffentlicht hat. Ein Foto von seinem Klingelschild. Das heißt, jeder, der konnte und wollte, hatte sehr schnell raus, wo er lebt und wohnt. Und hier standen dann Dutzende Journalisten, die den ganzen Tag über an seiner Klingel klingelten. Das hat ihn natürlich fertig gemacht. Dazu kam die sogenannte Taskforce, ein Gremium, das das Bundesministerium für Kultur und Medien und das Bayerische Justizministerium eingesetzt hatten. Offiziell sollte es nur die Herkunft der Bilder klären. Tatsächlich aber scheint die Leiterin Ingeborg Berg-Green-Merkel massiven Druck auf Cornelius Gurlitt ausgeübt zu haben. Sie besuchte den schwer Herzkranken sogar noch kurz vor einer Operation im Krankenhaus. Es war bekannt, spätestens zu diesem Zeitpunkt,
dass eine schwere Herzoperation bevorstand, die sogar mit Todesfolge hätte enden können. Es war bekannt. Und dann kommt irgendeine Person zu ihm am Krankenbett und beschäftigt sich, redet mit ihm. Ja, auf welcher Grundlage? Und Berggren-Merkel brachte ihm einen Brief ans Krankenbett. Das Krankenhaus hatte ein Verfahren eingeleitet, um einen Betreuer zu bestellen. Gurlitt fürchtete, entmündigt zu werden. In dem Brief behauptet Berggren-Merkel offenbar wahrheitswidrig, dass sie das Betreuungsverfahren gegen Gurlitt bisher angehalten habe. Ich war wirklich fassungslos. Ich sag's Ihnen mal auf Bayerisch, auf gut Bayerisch. Der Brief ist das Hinterfotzigste, was in der ganzen Gurlitt-Affäre passiert ist. Da stellt sich eine Volljuristin, ehemalige Amtschefin des Staatsministeriums für Kultur, bei diesem Mann an sein Krankenbett, lügt ihn an, täuscht ihn, droht ihn. Einfach nur mit dem Ziel, sich in den Besitz seiner Sammlung zu bringen. Um vor der ganzen Welt einen entschlossenen Umgang mit dem Thema Raubkunst zu demonstrieren, meint Maurice Philippe Remy. Seine Einschätzung gründet er auf den Brief Berggren-Merkels und ihre Aussage, dass sie ihm das Schreiben am Krankenbett erläutert habe. Vom zuständigen Bundesministerium für Kultur und Medien in Berlin bekamen wir dazu kein Interview. Auch auf die Bitte um Kontakt zu Frau Berggren-Merkel erhielten wir keine Antwort. Ein halbes Jahr, nachdem der Fokus die Geschichte um den angeblichen Nazischatz veröffentlicht hat, stirbt Cornelius Gurlitt. Als Erbe für seinen Besitz setzt Gurlitt das Kunstmuseum in Bern in der Schweiz ein. Möglicherweise stammt die Anregung dazu von der Taskforce. Die bayerische und die Bundesregierung haben jedenfalls eine problemlose Ausfuhr ermöglicht, trotz Kulturschutzgesetz. Man hätte ganz eindeutig die Sammlung Gurlitt insgesamt als nationales Kulturgut bewerten können und hätte dann auch die gesamte Sammlung über das Kulturschutzgesetz im Land behalten können. Zudem wurde in Berlin ein Gesetz erlassen, das dem Kunstmuseum Bern Steuern und Abgaben erspart hat. Ich sehe es einfach als Lex Gurlitt. Das Gesetz macht oder führt dazu, dass Erbschaftssteuer, die eigentlich hätte anfallen können und müssen, für die Übertragung oder Schenkungssteuer für die Übertragung der Gegenstände nach Bern nicht angefallen sind. Die einen sprechen von 70 Millionen. Das ist schon ein Batzen Geld. Warum die Wege in die Schweiz geebnet wurden? Man kann darüber nur spekulieren. Fest steht, dass über die Jahre versäumt wurde, den Umgang mit Raubkunst gesetzlich zu regeln. Was Cornelius Gurlitt angeht, so haben sich von den insgesamt fast 1600 Bildern aus seinem Besitz bisher nur 6 Werke als Raubkunst erwiesen. Ein erheblicher Teil der Bilder stammt aus Beständen, die die Nazis aus den Museen entfernt hatten, weil es sich aus ihrer Sicht um entartete Kunst handelte. Bei anderen Bildern wiederum besteht der Verdacht, dass damals die Notlage der Verkäufer ausgenutzt wurde. Dennoch, Cornelius Gurlitt hat nach geltendem Recht keines der Werke zu Unrecht besessen.